Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4, Folge Nummer 71. Wir sind zurück in Hangman's Alley. Ja, wir sind nicht mehr bei Fort Hagen und wir... Das hat nämlich einen bestimmten Grund. Dem einen oder anderen ist jetzt vielleicht sogar schon die Power-Armor hier aufgefallen. Ich bin nämlich jetzt, eigentlich nicht offscreen, aber in der Aufnahme, die ich weggeworfen habe, weil absolut nichts passiert ist, bin ich von Fort Hagen nach... Red Rocket gegangen, ohne dass irgendwas passiert ist. Wirklich, es war eigentlich nur striktes Laufen und ein paar Gegner töten. Die, ja, also ein paar Rust-Tables töten. Also es war wirklich, also ein paar Roboter-Raider töten. Nichts Besonderes, kennt man. Hab da Munition geholt und Schrott und sowas. Also, nee, nicht Schrott, aber Munition und ein paar Mods. Also Modifikationen für Waffen und ein paar anderes Zeugs. Bin dann zu Starlight Drive Inn, hab da meine Power Armor geholt, hab da noch mehr Munition geholt, hab da die Mods abgeliefert, weil ich dann überlastet war. Und bin dann hierhin zu Hangman's Alley und hab dann die Munition hier abgeliefert und ja. Dann wollte ich eine Power Armor Station bauen, hab aber nicht genug Schrauben. So, jetzt gehen wir zurück zu Diamond City, sagen Piper Bescheid, dass wir sie wieder brauchen, denn die hat noch meinen ganzen Schrott und Dogmeat. Ist in Kämpfen leider nicht so gut. Ja, da läuft er schon ganz armselig herum. So, erstmal kurz was trinken. Und ich habe auch mein Inventar aufgeräumt und sowas und etc. So. Getrunken habe ich. Jetzt muss ich kurz was essen. Da kommt ein Lego an am Spiel ganz gut. So, Power Armor lasse ich hier stehen. Ich habe nämlich das Gefühl, mit Power Armor ist man tatsächlich langsamer. Außerdem bin ich allgemein kein Fan von diesen riesigen Dingern, weil man sich da einfach anfühlt, als ob man mit einem Panzer durch die Gegend rollen würde, obwohl man, oder laufen würde, so, vom zweibeinigen Panzer. Das soll wahrscheinlich auch so sein. Haben sie einen guten Job gemacht, man fühlt sich damit kräftig und powerful und, ja, wie ein Panzer eben, ne, unaufhaltsam. Aber es nervt so ein bisschen, wenn man irgendwo schnell von A nach B laufen kommen will, weil ich habe das Gefühl, man ist sogar teilweise... Oder man ist sogar ein bisschen langsamer. Was? Weit weg von zu Hause hörte die Funknachricht der Detektor Valentine an. Ach stimmt, das ist... Moment, wie selber bin ich? 28. Das ist der Verhaber-DLC. Doch, werde ich. Hey, was macht denn der Bürgermeister hier? Entschuldige mich, aber ich habe im Moment sehr viel zu tun. Das ist ja interessant. Was macht der denn hier? Ach, egal. So. Besseres Wasser finde ich überall im Kammerwerf. Zum Beispiel bei Hangman's Alley. 2 Blocks weit entfernt. Kostenlos. Kann sich jeder holen. Hab nichts dagegen. Das Science Center war maßgeblich am Erhalt von Stromversorgung, Robotik und Landwirtschaft in Diamond City beteiligt. Da müsste ich eigentlich mal... Was ist denn das? Das Diamond City Science Center. Ich habe das Gefühl, ich habe mich noch nicht richtig umgeguckt hier. Und was macht der Bürgermeister hier? Der müsste ja theoretisch gleich hier rauskommen. Oder auch nicht. Gut. So. Ned ist da. Ist deine Schwester zu Hause, Ned? Hast du nichts Besseres zu tun? Ist deine Schwester zu Hause? Sag mal, ist deine Schwester die zu Hause? Die neuesten Schnitte aus den Upper Stands. Hoffentlich ist sie schon da. Sonst muss ich warten. Ach, da ist sie. Na, Piper, schreibst du einen neuen Artikel oder was machst du? Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, weiß ich nicht. Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Ich glaube, ich könnte mich überwinden. Na, dann machen wir das. Klar, gehen wir. Wird gemacht. So. Oh. Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Ich hoffe doch nicht. So, und dann schicken wir ihn nach Hangman's Alley. Da hat er zwar kein Hundehaus, aber ist egal. Dogmeat geht nach Hangman's Alley. Das können wir ihm bauen. Dann muss ich sowieso gleich nochmal hin und zwar Piper sagen, dass sie den ganzen Schrott abliefern soll. So, dann gehen wir jetzt zur Händlerin, die ja was gegen Synths hat. Aha. Das macht er also, wenn wir nicht hingucken. Keine Sorge, hier in Diamond City bist du sicher vor den Synths. Jedes Teil ist genau das wert, was ich dafür verlange. Da gibt's keine Diskussionen. Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist unser Angebot.
So, ich brauche nämlich Schrauben. Schrauben. Ich konnte nämlich nichts bauen, weil mir Schrauben fehlen. Und ich muss mal gucken, ob die hier eventuell welches hat. Es sieht nicht danach aus. Sieht so, wieso hat das eigentlich keine Schrauben? Eigentlich müsste es Schrauben haben. Auch das da? Nee, das müsste keine Schrauben haben. Auch die Batterie müsste theoretisch Schrauben haben. Da sind sogar welche. Siehst du das? Trotzdem kriege ich keine Schrauben draus. Das ist echt Rattengift. Nee, da nicht. Schreibmaschine müsste auf jeden Fall Schrauben haben. Hat sie auch, ne? Zwei Stück. Das heißt, wir haben vier Schrauben. Vier Schrauben fehlen mir auch. Hier nochmal eine Schraube. Da müssten auch Schrauben rauszuholen sein. Also ich verstehe nicht ganz. Das eine ist nur zusammengesteckt. Terminal-Grafikkarte, nee, dann nicht. Ja, Tischventilator, Vakuumröhre, das ist jetzt nicht unbedingt, was soll's. So. Dann kriegst du im Austausch dafür ein bisschen Vorkriegsgeld. Handel bestätigen. Ein echter Klassiker. Was? Ja, ist egal. So, ach, hier kann man kochen. Oh ja, das ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Da muss ich da drin nicht mal eine Kochstation bauen. So. Theoretisch hat man in Diamond City alles, was man braucht. Man hat ein Bett in der Homeplate. Man hat eine Rüstungswerkbank draußen. Man hat eine Waffenwerkbank draußen. Man hat eine Kochstation. Ich wette, irgendwo gibt es auch eine Laborstation. Also ein Labor. Für Drogen und sowas. Wenn nicht, dann macht man sich halt selber was. Also eigentlich ist das schon geschickt. Der einzige Nachteil ist halt, dass Hangman's Elder, dass das Homeplate, also dass das Haus in Diamond City nicht mit den restlichen Siedlungen verbunden werden kann. Und dass man keine Gefährten hinschicken kann. Das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut gelöst. Finde ich echt schade. Aber so ist das nun mal. So, jetzt geht's zurück zu Hangman's Alley. Da sagen wir Piper, sie soll ihren ganzen Schrott uns geben. Dann geben wir den Schrott selber ab und dann... hoffentlich mal, dass ich genug Schrauben habe, um Sachen zu bauen. Ansonsten denke ich darüber nach, eventuell so ein bisschen zu glitschen. Es gibt nämlich eine ganz einfache Möglichkeit, Es gibt nämlich eine ganz einfache Möglichkeit, wie man seine Gegenstände eben, also wie man seine Ressourcen duplizieren kann. Es ist total billig. Eigentlich mache ich sowas nicht. Weil es eigentlich Cheaten ist, aber es gibt eine Möglichkeit. Nee, mache ich nicht. Es gäbe aber eine Möglichkeit. Es gäbe eine Möglichkeit, das zu tun. So. Das heißt, während dem Dragon Age Origins Let's Play habe ich tatsächlich, glaube ich, auch gecheatet. Und zwar habe ich mir da Gold geholt. Aber auf Anweisung der Kommentare damals. Ja, ja. So, gesamten Schrott lagern. Piper. Aufgepasst. Wohin? Handel. Munition. Schrott. Die kann ich viel tragen. So. So. Und Hilfsmittel. Und Kleidung, das da, das da, und der verblasste Trenchcoat, und das war's. So. Gesamter Schrott ablegen. Munition ablegen. 44er brauche ich nicht. Die 5mm brauche ich nicht. 5,5, 6mm brauche ich nicht. Und jetzt die Gummibonbons. Das Gwinnett Ale, Gwinnett Stout. Instapüree, Kartoffelchips, Leguan Super Red X, Tierbeere, abgewetzter Filzhut, ja, hat keinerlei Schadensresistenz, verblasster Trenchcoat, das ist das Ding, das Nick auch anhat, hat auch keinerlei Schadensresistenz, das ist echt lächerlich, vielleicht kann ich ihn verbessern, keine Ahnung. So, Waffen hatte sie jetzt nicht. Gut. Dann noch kurz gucken, ob hier irgendwelche Flaschen drin waren. Schrott. Ich glaube, da waren welche drin. Bierflaschen, genau.
Burgunderrote Flasche, nur eine? Ich dachte, ich hätte zwei. Interessant. Gewinnet Stout Flasche. Keine Coca-Cola Flasche. Das ist interessant. Sonst haben wir hier keinerlei Flaschen. Ne? Das war's. Jo, das war's. So. Die kurz mit Wasser füllen. Das war die erste. Das war die zweite Bierflasche. Dann kommt die leere grüne Zauberflasche. Ja, oder die. Und das war's. Laut meinen Berechnungen müsste es das gewesen sein. So, dann wollen wir mal gucken, ob er hier jetzt eine Power-Armor-Station bauen kann. Und tatsächlich, wir können es tun. Jetzt ist die Frage nur wirklich, wo packen wir die denn hin? Ich würde sie ja ganz gerne dahin packen, aber dann schwebt die so halb in der Luft, ne? Das ist echt blöd. Müsste mal ein richtiges Haus hier hinpacken irgendwo. Sowas in der Art. Nur schöner. So, zur Not packe ich sie jetzt einfach hier hin, was soll's. So. Muss ja nicht perfekt sein. Rein hier. Hat keine Energie, ist schon klar. Ist auch noch gar keine Ahnung. Ich will es einfach nur. Ich will einfach nur die abstellen und dann gucken wir nach. Ob wir die eventuell reparieren können, was wir tatsächlich können. Und dann eventuell verbessern. So, Modell D. Mit Militärlackierung ohne Extras. Modell D. Militärlackierung ohne Extras. Helm. Ich könnte ja theoretisch die Helmlampe verhellern. Helle Lampe reinhauen. Allerdings ist die helle Lampe extrem hässlich, muss man sagen. Also die ist echt nicht schön. So. Ich lass sie mal so. Ohne Extras. Ohne Extras. Ohne Extras. Ich kann Blutreiniger reinhauen. Bringt mir allerdings nicht viel, weil ich sowieso fast keine Chems nehme. Reduziert die negativen Effekte von Chems. Ich nehme so gut wie keine, aber ich brauche trotzdem mal einen rein. Sicher ist sicher. So, wieso bin ich jetzt überlastet? Jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso war ich gerade eben überlastet? Das, deswegen oder was? Nee, kann nicht sein. Verstehe ich jetzt nicht. Kapiere ich nicht. Muss ich nicht verstehen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso ich hier hinten hingelaufen bin. Munition, Fusionskern, Fusionskern 12. Jetzt gucken wir mal nach, ob ich genug tragen kann, weil das Ding hat ja eine vollständige Militärrüstung, Militärbemalung. Weil gerade eben offscreen hatte ich die auch, habe ich auch eine Power Armor an und da hat die hat gar nichts gebracht. 315, okay. Ja, ich kann nicht besonders viel tragen, aber immerhin. So, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich langsamer bin als zu Fuß. Aber was soll's. So. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach Ding. Nach Fort Hagen. Also einfach hier durch. Davor speichern wir aber nochmal ganz kurz. Sicher ist sicher. Ah, jetzt bin ich überlastet, genau. Wegen dem Fusionskern. Einmal pennen. Und rein. Beeindruckende Ausstattung, Blue. Ja, ich habe eine beeindruckende Ausstattung. Du bist auch nicht schlecht. So. Was geht, Bande? Passiert nicht.
Schöner Tag. Wo geht's hin? Vor Tagen. Wir müssen immer noch meinen Sohn suchen, Piper. Schon vergessen. Das gehört mir. Was? Alter, ich tu dir doch nichts. Da hinten schießen übrigens welche. Du bist. Bring wir's hinter uns, okay? Du willst dich auch unbedingt wieder anlegen, ne? Was haben wir hier? Raiderplünderer. Gegen kämpfen die? Keine Ahnung. Hey, da draußen ist was. Das gibt mir nicht. Da Raider. Ja. Ach, gegen normale Plünderer. Ne? Dem habe ich es gezeigt. Wo ist der denn? Ah. Hinterm Busch, Büschelein, ha? Traut sich nicht raus. Hast du gehört? Hier ist da. Hallo. Na, wie geht's denn so? So. Die greifen uns nicht an. Das ist ja interessant gewesen. Also nicht wirklich. So. Patronen. Sturmgewehr. Karotte. Ein Hundenopf. Ein Telefon. Kronkorken. Wieso ist dann. Wieso tut da jemand Kronkorken rein? Was haben wir hier? Flaschenkürbis, Cram, Aluminiumdose, Kaffeetassen, Teller, alles Mögliche, aber nichts von Interesse. So. Netter See. Wo muss ich hin? Da dann. Heißt hier die Straße lang. Wo ist Piper? Nein, kommst du. Ah ja, hier war ich schon mal, glaube ich. Keine Ahnung, was das hier für ein Ort ist. Aber da kann man durch. Aber irgendwas ist dahinter. Entweder sind Insekten oder es ist Wasser, das läuft. Eins von beiden. Ah, es ist Wasser. Hier hat jemand ein eigenes kleines Labor. Ein Daytrapper. Schön. Düngemittel, Düngemittel. Okay. Habe ich hier irgendwo einen Container, wo ich Sachen reintun kann? Ein Kochherd. Ja. Ah, da ist der Besitzer. Ja, okay. Da ist eine Registerkasse. Das ist perfekt. Dann kann ich ja. Kann ich. Sind hier Sachen drin? Ja. Dann kann ich ja die ganzen Sachen einfach mitnehmen. Ohne dass es irgendwie stört. So, Haarklammern dabei. Was haben wir hier noch irgendwo? Gehen wir aus dem Weg, Piper. Kürbis. Kürbis, eine Melone, Karotte. Mais. Ist schade, dass der Besitzer tot ist, aber man sollte es auch nicht verkommen lassen. So, jetzt tun wir den ganzen Scheiß hier rein. So.
Blaubart, Daytripper, Flaschenkürbis, Karotte, Mais, Melonen, Coca-Cola, Schlammbohne. Und sonst nichts. Aufgepasst. Hm? Schnapp dir was Nützliches. Gut. Mach. Los. Ich zähle auf dich. Ja. Schaust dir an. Ja. Ja. Jetzt geht sie außen rum. Guck nach, ob da was ist. Ach, sie hat schon. Ach so. Sie macht manchmal die Animation. Das verflucht mich immer so ein bisschen. Was haben wir hier? Schade, die kann man nicht mitnehmen. Ah, das sind nur Steine. Sah für einen Moment aus wie ein toter Meierlok oder sowas in der Art. So. Vorne ist der Tunnel, in dem wir schon waren, nicht wahr? Wer sind das? Gunner? Stehen bleiben. Zivilisten, die hier durch wollen, müssen 500 Kronkorken bezahlen. Du willst mich doch verarschen. Was, wenn ich nicht zahle? Dann soll ich zivile Unruhestifter liquidieren. Das heißt, dass ich dich töte. Ja, das ist ja toll. Wie wär's mit einem kleinen Preisnachlass? 400? Kannst du dir das leisten? Komm schon. Da geht doch noch mehr. 350. Letztes Angebot. Was, wenn ich nicht zahle? Peng, du bist tot. Ah. Ich habe das Gefühl, dass du gleich eine Zahl sagst, die mir gefällt. Unter 250 ist auf keinen Fall drin. Was, wenn ich nicht zahle? Dann soll ich zivile Unruhe... Jo, also das ist doch ein interessantes Angebot, muss man sagen. Das klingt sehr, sehr dumm. Steck dir deine Gebühr sonst wohin. Dann wohl auf die harte Tour. Ja, da kannst du was erleben. Pass mal auf. Ihr Vollidioten habt euch ja auch mit einem Typ in Power Armor angelegt. Ach du Scheiße, die hauen ja gut rein. Irgendjemand hat ein automatisches Lasergewehr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Voll Idioten. So, was haben wir hier noch irgendwo? Hier ist noch irgendwo einer. Ach, der letzte hat sich verzogen. Ja gut, wenn er schlau genug ist, dann bleibt... Das gehört jetzt uns. Dann bleibt er weg, wollte ich gerade sagen. Ach, das war falsch. Ich will was trinken. Ah, was haben wir hier? Kampfgewehr mit Bajonett. Kampf-Scharfschützengewehr. Ah, ja. Kampfrüstung. So, wo ist der andere? Hier war noch irgendwo einer. Ach, da hinten. Lasergewehr. Okay. Ah, wo ist denn unser letzter Freund? Wo ist er denn? Der ist doch hier irgendwo hingegangen, ne? Los geht's! Locker geschlagen, du. Vollidioten. So, Piper. Ich brauche deine Hilfe. Was gibt's denn zu tun? Du musst ein paar Sachen für mich plündern, also ein paar Leute für mich plündern. Das kennst du ja unterdessen schon. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Es ist näher, aber egal. Du. Genau. Sie kennt sie unterdessen. Schnapp dir was Gutes. Na klar.
Und sie nimmt sich auch gleich die Waffe zu schauen, dass sie nicht genug Munition hat, um sie zu nutzen. Aber was soll's. Ich weiß noch immer, ja. Komm, wir unterhalten uns mal im Sonnenschein. Aufgepasst. Was kann ich für dich tun? Weißt du, ich weiß noch immer wirklich zu schätzen, dass du kein Idiot bist. Das ist, nett. Danke. Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester, Ned, die langsam zu mir wird. Wie? Sie wird wie du? Wie ein Synth? Dumme Frage, natürlich nicht. Sie wird so wie du? Was meinst du damit? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue. Aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Also sie schon. Darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Wieso das Flucht? Ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige Ned. Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin. Was soll ich nur tun, Blue? Also, vor der Schwester wegrennen, damit sie nicht so wird wie man selber, ist doch eigentlich ziemlich dumm. Da wird sie ja eher abweisend. Das ist doch dumm. Und was heißt hier wegrennen? Ich fliehe vor nichts. Und ich habe mich schon gefragt, warum sie überhaupt weg... Also, warum sie ihre Schwester jetzt alleine schweig lässt. Schweig mich nicht einfach so an. Ich muss nachdenken. Ich habe ja vor ein paar Folgen schon gesagt, wieso lässt sie eigentlich ihre Schwester alleine in Diamond City? Jetzt haben wir die Antwort, ne? Sie will nicht, dass sie so wird wie sie. Kann man so ein bisschen verstehen, glaube ich, denn Piper hat ja schon recht. Also, wir führen nicht unbedingt das gesündeste Leben und da will man seine Familie vielleicht ein bisschen vorschützen. Steig aber einfach wieder ein, wenn du soweit bist. Ja. Du bist also hier, um nicht bei Ned sein zu müssen? Gut, ich meine, es gibt andere Gründe. Aber im Moment kann ich nur an Ned denken. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen. Denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Ja, das geht mir nur um mich selbst. Flirten? Nur Freunde? Ja, das ist... Ja. Ja, und das gefällt mir. Aber hallo. Aber hey, nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Natürlich brechen wir auf. So, die besten Freunde stehen noch zueinander und geben sich auch an der Strecke, auch in Zeiten der Not. Auch wenn wir eigentlich ganz andere Probleme haben. Eigentlich ist es noch eine ziemlich blöde Frage von ihr, uns zu fragen, was soll sie mit ihrer kleinen Schwester machen? Denn die Antwort ist klar. Was sagt schon der Mann, der seinen eigenen Sohn sucht und um die halbe Welt reist, um ihn zu finden? Und eigentlich alles riskiert, um ihn zu finden. Was wird der schon sagen, ja? Er wird jetzt auf keinen, also... Ich hätte auf keinen Fall, der hätte auf keinen Fall gesagt, lass sie alleine, ja? Nein. Was wird wohl der Vater sagen, der seinen Sohn sucht und alles in die Wege setzt, um ihn zu finden? Hätte sie sich auch denken können, was da für eine Antwort kommt. Ja, wahrscheinlich wollte sie die einfach nur hören. Manchmal ist das ja so. Manchmal weiß man schon, was der andere sagt oder was die richtige Antwort ist. Aber man muss sie von irgendjemand anderem hören, dass man versteht, dass es das Richtige ist. Weiß nicht wieso, vielleicht so eine Art Bestätigung von anderen suchen. Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Da sagst du was. Und schon wieder raus. War ich hier nicht drin? Ah, scheinbar nicht. Ich bin hier so oft vorbeigekommen. Jetzt schon wieder. Verliere ich irgendwie so ein bisschen den Überblick. Sag einfach Bescheid. So. Schrott.
schnapp's dir. Hört sich nach einem Plan an. Na, nimmt sie es auch, oder? Ja. Gut. Also mit zwei Tatos. Mit dem Teddybär Fernsehen geguckt. Wahrscheinlich der Teddybär von der Tochter oder vom Sohn. Piper setzt sich einfach dazu. Schönes Bild. So, Power Armor bedeutet auch kein Fallschaden. Noch nicht wieder die. Schon wieder Rostteufel. Lass es vorbeiziehen. Ich glaube, ich lasse einfach vorbeiziehen. Ich habe keine Lust auf die. Das heißt. Denkst du, du könntest dich verstecken? Zeit, dich fertig zu machen. Schade. Wo ist er hin? Ach da. So, Piper auf Beine. Und der nächste Nachruf. Wieso schlägt die denn? So. Einer lebt noch. Und ein Roboter ist auch noch irgendwo nicht unterwegs. Ah. Das stimmt. Ich habe damit gerechnet, dass wir sterben. Meine lieben Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Hey, schieß los. Die hat sich Waffen genommen. Guck nach, ob sie was hatte. Gern doch. Hol das. Gut. Heb das auf. Na klar. Wieso nimmt die nicht noch Nimm mehr? Das. Hört sich nach einem Plan an. Na, der Rest? Was ist damit? Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Ja. Ja, jetzt hat sie das noch. So. Da ist Protektron Plage. Interessant. Munition. Wo ist denn die Sonne eigentlich? Wahrscheinlich hinter Berg. So, da ist das Ding. Rakete und Fusionszone. Schnappt er was Nützliches? Hört sich nach einem Plan an. Ich finde es ja lustig, dass Piper sich immer die Waffen von den Feinden nimmt. Ich frage mich eben auch, ob sie die Munition nimmt. Eigentlich durfte sie keine haben. So. Was haben wir hier? Nur Scheiße. Ja, gut. So, Mädel, das war's. Weiter geht's. Das bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Was du nicht sagst.
Plan, du. Das ist ein riesiger Antrieb. Hä? Arcjet Systems. Okay. Da sind wir natürlich nicht so gut. Nette Explosion. Ich hätte vielleicht weiter weggehen sollen. Da haben wir den Antrieb gefunden, der geliefert werden sollte. Da gab es so einen komischen Terminal-Eintrag drüber, ne? Piper, wieso stehst du jetzt nur so doof rum? Komm mit. Los. Komm. Hey. Nach dir. Hey, Piper. Hast du Hunger? Die Dinge halten mich immer am Laufen. Nö, nicht wirklich. Was meinst du? Die Sonne geht unter, die Irren kommen raus. Das stimmt. Oh, nichts. In Ordnung. So, komm mit. Hey. Sag einfach Position bitte. Halten. Okay. Und los. Ich bin dann hier. Die kennt mich gut, die Frau. Ich habe tatsächlich Hunger bekommen. Aber so ein kleines Ding wird nicht reichen. So, Piper, komm mit. So ein paar Bonbons würden nicht reichen, ne? Manchmal gibt die einem auch Nuka-Cola, das ist echt nützlich. Die gibt einem sein Gemein immer Süßigkeiten. Ich weiß nicht, woher die das Zeugs immer nimmt. Ah, hi. Na, ihr? Pass auf, Piper flippt gleich aus. Piper jagt gerne. So, dann sind wir wieder bei Vortagen angekommen. Hier waren wir ja schon mal. Und Lord Dogmeat ist auch wieder hier und rennt weg. Ach, rennt jetzt den Dinger hinterher. Sieh, das habe ich gemeint. Dogmeat hängt hier jetzt ständig vor dem Ding rum. Gefällt mir gar nicht. Aber was soll's. Na nü. So. Ach, guck mal, was da unten noch ist. Ein bisschen Wasser. Noch so. In einem Stück. Kurz. Kannst du schlafen, wenn wir in der Nähe sind? Sind das jetzt die Red-Hirsche oder was? Na komm. Na komm. Na komm. Ich glaube das nicht, ey. Du kannst nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Das sind jetzt bestimmt die Red-Hirsche, oder? Oh, ist das nervig. Sind die verfickten Viecher? Was liegt denn da an dem Mühe? Also geschützt kann es ja nicht sein. Wir hatten das ja schon mal. Kannst nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Ich muss doch hier irgendwie... Oh, guck mal. Da ist sogar noch ein Eingang. Vor Tagen. Einmal übers Dach und einmal über den Keller. Irgendwas sagt mir, dass der Eingang übers Dach der bessere Eingang ist. Jetzt geht's. Bin mir nicht sicher, was es ist, aber irgendwas sagt mir, auf dem Dach ist der bessere Eingang. Ah ja, immer noch Feinde in der Nähe. Und fehlender Schlaf. Was machen wir hier? Gucken wir nach, ob wir noch mal schlafen können. Jo, geht. So, 11 Stunden. Dann müsste es 8 Uhr morgens sein. Ich breche ab bei 6 Uhr morgens, glaube ich. Oder bei 5 Uhr morgens, irgendwie sowas. So. 6:14. Oh.
Ab in die Power Armor und dann geht's rein nach Vortagen. Weiter, hey, was denkst du? Sag einfach Bescheid. Ja, die. Du kannst da schön. Ich dachte, du kannst sowas nicht machen. Ja, ich dachte, du kannst das überhaupt nicht. Aber scheinbar schon. Ach, übrigens. Aufgepasst. Was kann ich für Guck dich nach, tun? Ob sie was hatte. Gut. Daneben. Piper. Was brauchst du? Was meinst du? Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Da hat sie vollkommen recht. Auch Kellogg braucht nur Hilfe. Und zwar Hilfe dabei, zu sterben.